Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Hausflipper. Wir haben ja das letzte Mal hier das Badezimmer von mir gemacht und im Grunde passt es auch so. Hier würde ich auch gar nichts verändern wollen, weil das ist überhaupt nicht möglich, irgendwas zu verändern. Und ja, also das bleibt so, wie es ist. Bei der Küche werde ich es so machen, wie ich es gesagt habe beim letzten Mal. Ich werde erstmal einrichten, wie es ist. Und dann werde ich es umbauen nach dem, wie ich es gerne hätte, wenn es denn machbar ist überhaupt. Ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt. Also ich finde irgendwie nicht raus, wie ich diese Arbeitsplatte irgendwie verändern kann. Transformieren Werkzeug. Vielleicht geht es damit. Bewegen. Einlassen, Größe ändern vielleicht, Zusammenstöße ignorieren, ja, nein, Angelrute, Schwerkraft verwenden, Ziel zentrieren, okay, ja, keine Ahnung, ob ich da irgendwas machen kann, ob ich jetzt halt wirklich irgendwas machen kann, brauche ich da das Werkzeug dafür? Nämlich schon etwas komisch. Objektquest transformieren. Ich probiere es jetzt nochmal. Nee. Ich kann hier nichts ändern, ne? Bewegen. Ah, doch, hier. Nee, da kann ich es nur bewegen. Das ignoriert Zusammenstöße. Das heißt, ich kann. Abbrechen. Ich würde gerne die Platte hier verändern. Halt, nee, bleibt da drauf. So, Größe ändern. Ich probiere es mal mit Größe ändern. Nee, da kann ich auch nichts machen. Schwerkraft verwenden, ja, nein. Ziel zentrieren, ja, nein. Nee, da geht auch nichts, ne? Eh einschalten. Achso, da läuft dann Wasser, okay. Nee, dann lasse ich das jetzt einfach so. Jedenfalls, die Arbeitsplatte geht bis hinter an die Wand. Und genauso hier links ist abgeschlossen und hier ist dann nochmal eine Blende runter. Und hier auch, dass man eben da nicht reingucken kann. Aber im Grunde schaut es so ungefähr bei mir aus. Also, ich habe zwar hier drei Schubkästen. Der obere ist nur etwas schmäler, weil da ist ja dann nur das Besteck drin, unten sind Töpfe drin. So, dann Farbe habt ihr ja gesehen, habe ich schon angepasst. Dann würde ich sagen, wir duplizieren, jawohl, genau, duplizieren. So, hier ist das Gleiche. Ich bin nicht ganz an der Wand, sondern ein bisschen weg davon, dass ja auch die Tür funktioniert. Dann kommt hier nochmal ein Schrank. Dann kommt, jetzt muss ich nur mal gucken, ob ich das auch finde. Oh, warte mal, kann ich das? Nee. Stil ändern, Stil kopieren. Stil kopieren ist okay. Objekt verkaufen. Nee. Was ist, wenn ich halt? Auch nicht. Okay. Dann muss ich E öffnen. Aufheben will ich es aber eigentlich auch nicht. Da geht es, glaube ich, immer mit dem Kopieren, ne? Aber okay. Dann brauche ich. Dann müssen wir eben das anders machen. Wie der Name? Vanamo. Vanamo. Muss ich mal gucken, ob es da ein offenes Regal gibt. Wenn es kein offenes Regal gibt, so wie es ausschaut, dann nehme ich eben schmale Schränke, weil es ja echt egal ist. Es ist eigentlich egal. Ich würde sagen, ich mache jetzt halt einfach mal hier ein schmales Regal hin. Ja, und hier ist eigentlich auch nochmal ein schmales Regal. Dass der Shop auf jeden Fall noch aufgeht. Und hier steht dann nochmal ein Boden. Aber der Schrank hier ist eigentlich ein bisschen breiter. Und warte mal, dann stelle ich da einfach zwei hin. Ist doch total egal. So, hier
Stil kopieren, einfügen, einfügen, einfügen. Dann brauche ich einen Headchunk. Ja, das haut sogar ganz gut hin. So. Zack. Stil. Stil kopieren, Stil einfügen. Ja, es haut sogar ganz gut hin. Ich hab tatsächlich hier unten drunter auch einen Jobkasten reingemacht, wo ich dann Backpapier rein tue und sowas wie Backbleche und sowas. Die sind dann da unter dem Ofen verstaut. Ja, komm, das passt schon. Wie gesagt, das ist ja eh nicht maßstabsgetreu. Und dann Herdplatte. Kochfeld, glaube ich, heißt es, ne? Kochfeld. So, machen wir mal Kochfeld. Ich habe zwar kein Induktionsfeld, aber ein Elektrokochfeld. Aber ist ja hier für jetzt halt auch total egal. Also passt das auch. Genau. Und der Stromanschluss für den Backofen, der ist hier hinten. Das ist total bescheuert, weil ich musste das Kabel hier unten in der Ecke verlegen. Das schaut dämlich aus, aber ich kann es nicht ändern. Ja, so ungefähr ist vom Schnitt her meine Küche. Hier drauf, ich habe keine Hängeschränke, weil das ist Stahlbetonwände. Und hier Löcher reinzubohren, ist eine Katastrophe. Von daher habe ich mir ein Regal gebaut, welches hier auf der linken Seite, in der Mitte und auf der rechten Seite aufsteht, bis fast nach oben geht und dann eben alles hier mit Regalböden. Das ist alles offen. Das kann ich hier leider nicht bildlich darstellen, glaube ich. Gibt es Hängeregal? Ja, da gibt es nur diese einzelnen Böden wieder, ne? Oder gibt es offene Schränke, dass man das machen kann? Schränke. Warte mal, gehen wir nochmal auf Wanamo. Da sind ja auch die Hängeschränke mit dabei, glaube ich. Ja. Aber keine offenen, ne? Hier sind keine offenen Schränke. Ja, blöd. Blöd, aber so ist es halt, ne? Dann mache ich das jetzt einfach so. Drei Schränke hier hin. Passt. Ich nehme wieder mein Stil-Kopieren-Werkzeug. Zack. So. Dann habe ich mir Beleuchtung. Deckenlampen. Dann habe ich hier unten drunter eine Beleuchtung mir hingebaut. Das sind allerdings jetzt nicht so eine lange Leuchte, sondern das sind so drei so einzelne Dinge, die ich da gemacht habe. Lichtschalter ist auch oben an der Lampe. Werde ich jetzt einfach mal, wo mache ich denn den Lichtschalter hin? Warte mal, machen wir das da. Stil kopieren, bearbeiten, Stil ändern. Wie kann ich dich generell kopieren? Achso, da muss ich auf die Hände, ne? Duplizieren. So, ich mache jetzt da einfach mal einen Lichtschalter her. Zack. So. Gruppe auswählen, ausschalten. Objekte aus der Gruppe entfernen. Und dann machen wir einfach das jetzt mal so und fertig. Dann ist es hier unten drunter mit einer Beleuchtung und dann ist gut. Ja, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Wie gesagt, das ist einfach ein selbstgebautes Regal hier oben drüber mit, ich glaube, insgesamt drei Böden. Also unten eine, hier Mitte und dann oben als Ablage. Und das steht hier auf der Seite auf, in der Mitte steht es auf und hier rechts steht es auf. Dann musste ich nämlich nichts bohren und konnte das Regal einfach hier reinbauen. War für mich, also ich meine, ich wohne jetzt schon über 10 Jahre in der Wohnung, war damals einfach, als ich das Geld nicht hatte, die ideale Lösung, günstige Lösung. Und da ich ja Schreiner bin, konnte ich mir das natürlich dann alles selbst bauen. Und von daher ist es okay. Yep. So, aber wie würde ich es verändern? Ehrlich gesagt, in der Küche würde ich nichts verändern, weil es
passt auch gar nichts anderes. Also es geht nicht anders rein. Und eine selbstgebaute Küche, die haust du jetzt auch nicht einfach mal so zum Teufel. Dann habe ich natürlich, wie sollte es anders sein, ne, einen Kühlschrank. Gibt es da auch einen Wanamo? Da gibt es einen Wanamo tatsächlich. Der ist wahrscheinlich ganz oben. Hä? Ach, da ist er. Achso, das ist nur so ein kleines Ding. Nee. Ich habe schon einen großen Kühlschrank. Der schaut jetzt natürlich nicht so aus. So. Details, weiß. Wer macht denn den Innenbereich bitte schwarz? So. Rechts angeschlagen. Ist jetzt wirklich ein bisschen blöd, aber das ist halt so ein freistehender Kühlschrank. Und hier daneben habe ich dann meine Mülltonnen stehen. So. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich da was finde. Müll. Ja, ich mache einfach den hier mal hin. Ja, passt schon. So. Das taucht schon. Ist, glaube ich, ein bisschen, ich glaube, es ist ein bisschen zu lang geraten, der Raum. Der müsste nochmal, glaube ich, gute, ja, wahrscheinlich der Schrank hier, die Schrankbreite nochmal hierher. Die Küche ist nicht so lang. Aber gut, damit sollte es das gewesen sein. Ja, und fragt nicht nach Deko. Habe ich im Grunde nicht. Die einzige Deko, die ich hier angebracht habe, das ist hier hinterm Herd. So eine Wandschutzplatte, wie man es nennt. Mal, vielleicht kann ich ja da irgendwas hinmachen. Als Dekoration. Bilder. Die Bilderrahmen, ja auch danke dafür nochmal, dass man da ja die Bilder ändern kann. Wie groß bist denn du? Du bist zu groß. Wie groß bist du? Auch zu groß. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt halt einfach ein Poster oder sowas. Ja, komm, ich nehme jetzt halt einfach mal ein Poster. Mach mal das Raster aus. So. Im Grunde ist es ja eigentlich auch nichts anderes. Das ist halt so eine Rückplatte, wo ein Bild drauf ist. Und dann ist gut. So, hier stapelt sich mein Müll bis zur Decke. Und hier drauf stapelt sich auch der Müll bis zur Decke. Und nein, Quatsch. So, damit haben wir eigentlich die Küche schon fertig. Hier draußen am Flur ist nicht sehr viel. Ihr kennt wahrscheinlich diese Teleskopstangen, die man ausziehen kann. Also die man dann zwischen zwei Wänden anbringt. Da habe ich einmal hier eine. Hier oben habe ich da eine. Die nutze ich dafür, um zum Beispiel Handtücher oder sowas drauf aufzuhängen. Ich habe hier eine von diesen Teleskopstangen. Da ist ein Vorhang dran, dass man die Regale, die hier stehen, nicht sieht. Von daher machen wir doch gleich mal Regale. Das ist immer nur Standschrank, ne? Hier, Aufbewahrung. Ich gucke mal, ob ich da was finde. Buchregal, wie groß bist denn du? Nee. Das waren auch zwei solche Holzregale, wie ich sie im Badezimmer habe, über meiner Waschmaschine. Vielleicht finde ich ja jetzt halt irgendwas in der Art. Sowas hier. Naja gut, es ist ein Holzgestell, ne, wo hier zwei Beine runtergehen, ein Boden und dann nochmal zwei Beine. Ihr kennt wahrscheinlich alle diese ganz billigen Regale. Ja, komm, dann mache ich jetzt halt einfach das da. So, fertig. Und da ist davor ein Vorhang, dass man das nicht sieht. So, halt, nein. Stil ändern. Warte mal, Stil. Ich kopiere mal den Stil hier. Und fabriziere den mal hier drauf. Dann ist es auf jeden Fall schon mal heller. Ja, das taucht mir schon. So,
Lampe habe ich hier einen Strahler. Beleuchtung. Deckenlampe. Das ist im Grunde so ein Dreierstrahler. So eine runde Form. Und dann sind eben drei so schwenkbare Strahlerdinger dran. Sowas gibt es hier überhaupt nicht. Ja, sowas in der Art, ne? Also so ein Teller, allerdings die Lampen nicht hier so in unterschiedlichen Längen, sondern im Grunde direkt an der Schüssel dran. Und sowas habe ich dann hier hängen. Geh mal auf Dingsy. Mach mal, keine Ahnung, kann ich den Stil kopieren? Nee. Brauche irgendwas Weißes hier. Abbrechen, Stil kopieren, vielleicht in Weiß jetzt. Ja, gut. Okay. Ist jetzt auch nicht gerade die schönste. Gut, und die ist verbunden mit dem Lichtschalter und dem Lichtschalter. Ich habe tatsächlich nicht mehr Lichtschalter, also das sind nur die beiden. Und die Lampe ist ja dann so ausgerichtet, dass ein Strahler hier in den vorderen Bereich geht, eine hier in den Küchengang und eine hier vor. Absolut ausreichend, macht ein schönes helles Licht, passt mir. Schaut recht trist aus, ne? Wenn man das so ohne Deko und ohne Teppiche und allem hat. Aber gut, ich will ja nicht so sehr ins Detail gehen. Ich wollte es ja nur mal grob zeigen. So, hier kann man auch nicht wirklich viel ändern. Das ist das Einzige, was ich hier unterbringe als Vorrat. Hier am Flur kannst du nirgends eine Kommode hinstellen. Ich habe es versucht, aber das ist einfach dann zu eng, weil der Gang ist gerade mal 1,40 Meter oder sowas breit und ich habe keine Kommode oder sowas gefunden, die nur 40 cm tief ist, und selber bauen war ich dann zu faul. Bin halt doch ein fauler Hund. Okay, gehen wir mal hier rein. Und der Raum soll auf jeden Fall geändert werden. Von daher gehe ich jetzt erst einmal so, wie ich es ungefähr habe. Da kopiere ich jetzt halt mal den Stil. Ja, das taucht schon. So, oh, ich habe da den Lichtschalter vergessen, ne? Duplizieren, genau, ich mache jetzt einfach mal duplizieren. Zack. Nee. Das da. So, da habe ich eine Glühbirne hängen, also ich habe nicht einmal eine Lampe, da hängt wirklich nur die Glühbirne an der Verdrahtung da oben. Dachte ich mir auch immer, nee, eine Lampe da oben hinzubohren bei dem Stahlbeton, vergiss es, da hänge ich eine Glühbirne hin, das taucht mir. Das ist ja auch meine Bude, muss ja keiner reinkommen. So, hier hinten habe ich dann zwei große, also die habe ich mir wirklich mal in dem schwedischen Möbelhaus geleistet. Da habe ich zwei große Schränke stehen. Ah nee, du musst dahin. Aber das sind wieder die hier, ne? Aufbewahrung. Ich guck mal, was die hier an Schränken drin haben. Ob die hier was haben, was ungefähr dem nahe kommt. Wahrscheinlich nicht, ne? Ansonsten nehme ich dann halt irgendwas. Wie schaust denn du aus? Oh Gott. Nee. Nee. Warte mal, was kann ich denn dann nehmen? Das ist echt übel. Also, eigene Möbel einrichten ist schwierig. Ich hab halt keinen Schrank, der irgendwie einen Spiegel da hat, ne? Und der Schrank, der geht bis hoch an die Decke. Da habe ich, glaube ich, oben noch 5, 6 Zentimeter oder was Platz zur Decke.
Also ich konnte die genau zusammenbauen. Also das hat auf einen Millimeter im Grunde gepasst. Ist jetzt natürlich blöd, ne? Ich habe hier drei große Schränke stehen. Aber die sind jetzt eh zu breit, ne? Ja, die sind zu breit. Lass mal gucken, was du noch hast. Vielleicht finde ich irgendwas anderes. Es muss ja jetzt ja nicht identisch sein mit dem, was ich habe. Ja, aber die würden vielleicht von der Größe her schon mal passen. Nee, bleib da drauf. Nee, da auch nicht. Nee, da auch nicht. Oh, meine Güte. Jetzt. Weg damit. Dann duplizieren. Dann mache ich das jetzt einfach mal so. Einmal. Zweimal. Und du kommst einfach hier ran. Dreimal, obwohl das viel weiter rüber geht. Also das ist ein großer sechstüriger Schrank. Wie gesagt, der bis nach oben geht. Da habe ich ultra mega mäßig viel Platz. Dann habe ich hier nochmal einen Schrank stehen. Der ist allerdings wieder Marke Eigenbau. Den hatte ich noch aus der alten Wohnung übrig. Ist egal, komm, ich nehme jetzt halt einfach nochmal den. Ist wurscht. So, der steht dann ungefähr hier. Und daneben habe ich... nee, warte mal. Kannst du... Oh Mann, es macht mich echt irre. Nicht Stil ändern? Nee, auch nicht. Das ist halt, wenn du so im Spiel dann die Funktionen weißt, dann von den verschiedenen Teilen und dann bist du im Sandbox und plötzlich funktioniert alles anders. Das ist übel. So, nicht verkaufen? Nee. Oh Mann. R. Stil ändern. Stil kopieren. Stil einfügen. Okay. Stil ändern. Das passt schon. Das ist eigentlich auch schon wieder total egal, wie das da ausschaut. Aber das war so ein alter Küchenschrank, den ich einfach noch über hatte und bevor ich ihn wegschmeiße, habe ich ihn dann einfach hier mit reingestellt. Dann habe ich aktuell, also ich zeige euch jetzt mal, wie es aktuell ausschaut. Ich bin bloß mal gespannt, ob ich da so einen Schreibtisch finde, wie ich den habe. Du wirst wahrscheinlich klein sein, ne? Ja, das ist das Spielzeug hier. Ich bin jemand, der Platz braucht. Ich brauche Platz, Platz, Platz. Okay, die Tische, die sind alle, glaube ich, zu klein. Jetzt gucke ich mal, ob ich... Esstisch. Vielleicht ist da was dabei, was ungefähr passt. Jetzt ernsthaft? Okay, dann warte mal. Dann schauen wir. Beleuchtungssitze. Tische. Dann gucken wir mal hier bei Tische. Wie groß bist du? Naja, auch nicht sehr groß. Also der Tisch, den ich habe, das ist einer der größten Schreibtische, die ich gefunden habe, auch in einem schwedischen Möbelhaus. Und der ist im Grunde so birkefarben und obendrauf ist so eine Glasplatte. Wie groß bist denn du, Martin? Genau, ich mache jetzt dann einfach mal das. So, dann habe ich hier einen Tisch stehen und hier einen Tisch stehen. Das ist jetzt natürlich, schaut es jetzt halt hier extrem eng aus, ne? Ich schiebe das mal ein bisschen rüber. Geht auch ein Stück weiter rein, der Tisch. Also der hört nicht hier auf, sondern der geht ein Stück weiter rein. So ist es jetzt aktuell. Ich versuche mal den Stil kopieren. Ja, machen wir es einfach mal so. Wie gesagt, die Möbel,
die ich habe, die finde ich ja sowieso nirgends. Und das ist auch, ja, ich bin so ein kleiner Stöpsler, also ich stöpsel alles Mögliche zusammen. Mir ist es total egal, ob das zusammenpasst oder nicht. Es muss funktionieren. Die meisten Männer sind so praktisch veranlagt, es muss funktionieren. Ist wurscht, wie es ausschaut. Und für mich taucht es so. Und auch hier oben drauf habe ich ein Regal selber gebaut, was dann hier auf dem Tisch drauf steht. So, jetzt muss ich mal gucken, ob es das gibt. Na? Nähmaschine, gibt es das? Es gibt tatsächlich eine Nähmaschine. Naja, gut, das ist halt ein Billigmodell, aber okay. Hier steht eine Nähmaschine, tatsächlich, ja. Ich habe das schon mal irgendwann erwähnt, dass ich selber auch Sachen nähe. Sei es Taschen, sei es Klamotten, sei es Vorhänge, ganz egal. Ich habe auch meine Vorhänge selber genäht. Deswegen war das hier mein Nähzimmer. Ich nenne es jetzt einfach mal Nähzimmer. Ich probiere mal noch. Dich kann ich duplizieren, ne? Aber du. Warte mal, dann mache ich das mal so. Und gehe dann mal hier auf Transformieren. Und dann tue ich das einfach mal. Ne, das ist falsch. Warte mal, breche das mal ab. Q. Bewegen, Einrastung, ja. Ja. Hä? Warum seid ihr nicht klein? Gleich? Komisch. Ach, warte mal, ich kann ja die, wenn ich die Größe ändern kann, ne? Dann kann ich ja eigentlich auch von dem Ding hier die Größe ändern, ne? Cool. Größe ändern. Bewegen, Einrastung, Zusammenstöße. Ja. Angelroute, Schwerkraft verwenden, ja. Ziel zentrieren. Was? Oh. Also mit dem Werkzeug komme ich überhaupt nicht klar, ne? Das ist übelst. Einfrieren, gedrückt halten, drehen, rücksetzen. Ich wollte jetzt eigentlich die Größe ändern. Ich dachte, das geht. Nee, ich kann von dem komischerweise jetzt irgendwie die Größe nicht ändern. Warum konnte ich den anderen ändern? Oder war das nur verschieben? Das war wahrscheinlich nur verschieben, ne? Machen wir mal so. Ja, okay. Das war nur verschieben. Alles klar. Nee, dann lasse ich das. Dann lasse ich das. Es ist ja jetzt auch nicht so wichtig. So, ist es aktuell. Teppich habe ich ja gesagt, ich habe einen Teppich hier drin, würde ich allerdings auch gerne ändern. Wobei ich, also ihr seht ja zu dem Grunde so den Zustand, wie er jetzt hat, im Moment ungefähr ist, ganz, ganz, ganz grob. Und das möchte ich allerdings ändern. Und von daher werden wir das dann beim nächsten Mal angehen. Da werde ich dann mal die Sachen hier rausschmeißen und dann werde ich mir hier meinen Traum-YouTube-Zimmer mal zusammenstellen. Ich versuche es zumindest mal zusammenzustellen. Gut, das soll es dann für heute gewesen sein. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.